Jo Freunde, was geht ab? Vor einiger Zeit habe ich ein Video gemacht mit dem Titel 7 legendäre Teufelsfrüchte in One Piece. Das Ganze ist ziemlich nice bei euch angekommen und deshalb dachte ich mir, mache ich heute mal 7 dämonische Teufelsfrüchte. Ich habe wirklich einige mehr gefunden, als ich dachte und deshalb gibt es vielleicht noch einen zweiten Part später. Deshalb vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken und natürlich einen Kommentar zu schreiben, ob ihr denkt, dass diese Teufelsfrüchte passend sind. Ich denke, die sind alle wirklich passend. Ich habe mehr gefunden, als ich dachte. Wie gesagt, fangen wir an mit der ersten Teufelsfrucht. Also, als erstes habe ich die Teufelsfrucht von Hawkins. Basil Hawkins hat eine Teufelsfrucht, mit dem er sich sozusagen teilweise in eine Voodoo-Puppe verwandeln kann. Außerdem hat er die Fähigkeit dadurch, sozusagen Dinge vorauszusehen. Er kann Dinge vorausahnen und zu einer bestimmten Prozentzahl dann ausrechnen. Zum Beispiel, ob seine Überlebenschancen jetzt über 70% oder 80%, sowas kann er dann einfach dadurch herausfinden. Also einfach etwas schon voraussehen, was irgendwie ziemlich krass ist. Und außerdem kann er seine Voodoo-Puppen dazu benutzen, um seine Gegner auszuschalten. Also nimmt er irgendwie ein Haar von seinem Gegner und kann dieses Haar dann an seine Puppe befestigen und dann dadurch einfach seinen Gegner quälen, wie er möchte. Also wirklich richtig kranke Art von Teufelsfrucht. Mehr dazu ist nicht bekannt. Man weiß nicht mal, was für eine Art von Teufelsfrucht das ist. Irgendwie kann er sich verwandeln, hat aber auch Fähigkeiten, mit denen er Dinge voraussehen kann. Also eine Zoan ist es auf jeden Fall nicht. Es geht eher in die Richtung Paramecia. Mega heftige Teufelsfrucht und ja, das ist meiner Meinung nach ziemlich dämonisch, seine Gegner so zu töten und außerdem mit den Voodoo-Puppen, das hat allgemein schon irgendwie was Krankes, sowas mit, auch in anderen Filmen und Serien wird das ja öfter benutzt und das hat irgendwie was von so dunkler Magie und sonst was mit den Voodoo-Puppen und deshalb ist Hawkins sozusagen hier der Erste. Weiter geht es und zwar ein Charakter, den ihr höchstwahrscheinlich niemals hier erwarten würdet und zwar Onigumo. Onigumo ist ein Vizeadmiral der Marine, man hat ihn auf Marineford aktiv gesehen. Er hat zum Beispiel einen heftigen Moment gehabt, wo er zum Beispiel Marco geschnappt hat. Und zwar hat er die Fähigkeit, seine Haare mehr oder weniger, zumindest sieht es so aus, als wären das seine Haare, in verschiedene Arme zu verwandeln. Er kann dann 8 Arme haben, ähnlich wie eine Spinne. Aber warum er in dieser Liste ist, ist wahrscheinlich, weil er irgendeine Art Zoanfrucht haben könnte, die ihm sozusagen ermöglicht, einfach sich in eine Spinne zu verwandeln. Und das Ding ist, Onigumo bedeutet übersetzt Dämonenspinne und deshalb habe ich ihn in diese Liste mit reingebracht. Seine Fähigkeit ist wirklich richtig komisch, also das mit seinen Haaren, bin ich mir unsicher, ob das überhaupt seine Haare sind oder ob diese Arme aus seinem Rücken rauskommen. Auf jeden Fall hat er irgendwie dann eine Art 8-Schwerter-Stil und im Manga hat man sogar gesehen, wie er unter seinem Admiral- bzw. Vize-Admiral-Mantel sozusagen so ein Spinnenarsch rausgeguckt hat, also kann man eigentlich von der Zoanfrucht ausgehen. Beim Anime hat man das wirklich an der Randszene ganz in der Ecke gesehen, genauso wie im Manga und deshalb wurde das kaum gehighlightet, aber ich denke, dass er irgendwie eine Teufelsfrucht von einer Dämonenspinne hat. Ob er irgendwie noch eine Fähigkeit hat, Leute zu vergiften oder sonst was, ist natürlich hier die Frage, aber ich denke, dass seine Teufelsfrucht auf jeden Fall dämonisch ist. Weiter geht es mit Raffit. Viele würden denken, dass Raffit vielleicht eine Teufelsfrucht hat, die irgendwie das Gegenteil von dämonisch ist, weil er die Fähigkeit hat, seine Arme in sozusagen Flügel zu verwandeln, aber ich denke, das wird noch viel weitergehen. Ich denke, er wird nicht nur seine Arme verwandeln können, nein, ich denke, er kann seinen gesamten Körper verwandeln und deshalb denke ich, dass er nicht irgendwie eine Engelsfrucht hat oder sonst was, nein, ich denke, er wird irgendwie eine Art Harpienfrucht haben oder sonst irgendwas Dämonisches, was im ersten Blick irgendwie so aussieht wie ein Engel, aber dann im Endeffekt einfach irgendein dämonisches Wesen ist. Sowas in der Art könnte ich mir vorstellen, weil ein Engel, also eine Person mit einer Engelsteufelsfrucht oder irgendwas in der Art, was irgendwie 0% böse ist, passt halt nicht zu Blackbeards Crew. Und deshalb denke ich, dass seine Teufelsfrucht irgendwas Krankes in dieser Art ist. Außerdem hat er sich zum Treffen der 7 Samurai einfach ohne irgendwelche Angst begeben, wo auch Marineleute sind, wo auch Piraten sind, die ihn einfach zerstören könnten. Aber er war da einfach sowas von siegessicher, beziehungsweise war sich sicher, dass ihm nichts passieren wird, weil er es irgendwie danach auch geschafft hat, die Leute zu hypnotisieren. Und zwar hat der Blackbeard dann als Samurai vorgeschlagen und er wurde dann Samurai. Vielleicht wäre das nie passiert, wenn Raffit dort nicht aufgetaucht und ihn vorgeschlagen hätte, beziehungsweise wenn er die Leute dort nicht hypnotisiert hätte. Deshalb denke ich, dass seine Teufelsfrucht erst recht irgendwas Dämonisches hat. So, weiter geht's. Und zwar habe ich in diese Liste nochmal Gelan reingepackt, weil ich denke, dass seine komische Gift-Hydra einfach perfekt passend ist für eine dämonische Topliste. Und außerdem hat man wahrscheinlich sein Erwachen gesehen und der wird einfach Giftdämon genannt und man hat dort dann gesehen, wie das Gift auch seine Farbe verändert hat und zwar wurde er rot und außerdem hat Magellan allgemein auch schon so Dämonenhörner und so komische Flügel, die halt wahrscheinlich nur dran gemacht worden sind, aber
ich finde halt, er passt halt wirklich zu diesem Bild, dass er irgendwie irgendwas Dämonisches in sich trägt. Und deshalb denke ich, dass er in diese Topliste gehört. Diese komische Dämonenform von seinem Gift, die war halt echt wirklich krass. Ich bin echt geschockt immer noch, wie Ruffy es irgendwie geschafft hat, sein Gift zu überleben. Das hätte wirklich wahrscheinlich kein anderer überlebt. Und ich denke, Ruffy hatte einfach viel Glück, diesem Dämonen irgendwie zu entkommen. Und deshalb denke ich, dass Magellan einfach perfekt ist mit seiner dämonischen Giftkraft. Weiter geht's. Und zwar denke ich, dass die Teufelsfrucht von Gecko Moria perfekt in diese Topliste passt. Denn er hat die Schattenfrucht, mit der er einfach tote Leute wiederbeleben kann. Außerdem hat er die Fähigkeit, sich selbst in komische Schattenwesen zu verwandeln und einfach die Schatten von anderen Leuten zu nehmen und in andere Körper zu stecken. Und ich denke, das hat schon etwas Dämonisches an sich. Und außerdem kann er sogar mehrere Schatten in einen einzigen Körper reinstecken und die Kräfte dann einfach bündeln und so ein extrem starkes Wesen erschaffen, wie er es bereits gemacht hat. Und deshalb denke ich, dass diese Teufelsfrucht in diese Liste passt. Und außerdem nicht zu vergessen, er hat dafür gesorgt, dass Ruffy diese Nightmare-Form bekommen hat. Beziehungsweise er hat ihm natürlich nicht geholfen, dass er die bekommt, sondern Ruffy hat es irgendwie selbst hinbekommen. Und in dieser komischen Nightmare-Form war Ruffy auch wirklich nicht mehr er selbst. Er hat wirklich diese ganzen Schatten in sich gehabt und war irgendwie ganz außer sich. Und deshalb denke ich, dass es perfekt in diese Liste passt. So, weiter geht es. Und zwar habe ich noch die Dunkelheitsfrucht von Blackbeard. Das ist wahrscheinlich die perfekte Teufelsfrucht, die in diese Liste reinpassen würde. Denn ich denke, dass Blackbeard sogar das Dämonische repräsentiert in One Piece. Denn wir haben diese Teufelsfrucht gesehen, wir haben gesehen, wie er irgendwie verschiedene Persönlichkeiten hat, und das spricht wirklich für einen Dämon in ihm, der ihn irgendwie teilweise kontrolliert. Denn das erste Mal, wo Blackbeard aufgetaucht ist, haben halt Ruffy und er halt geredet, und Blackbeard meinte dann, dass die Träume von einem Menschen niemals sterben werden, beziehungsweise dass man immer Träume haben sollte und so. Und dann meinte Nami: Hey, was meinst du, woher weiß er halt über Sky Island Bescheid? Und ich frage mich, wer diese Person war. Und dann meinte Ruffy: Ich weiß es nicht, aber es ist nicht er. Und dann hat Zorro das Ganze vervollständigt und meinte: Es ist sie. Also hat Blackbeard irgendwie verschiedene Persönlichkeiten oder irgendwas anderes Teuflisches in sich, weil ich denke, dass man schon oft gesehen hat, wie Blackbeard irgendwie komplett wie ausgewechselt gewirkt hat, und das spricht wirklich für einen Dämon in ihm, der ihn irgendwie teilweise kontrolliert oder sonst was. Vielleicht war auch dieser Dämon der Grund dafür, dass er sozusagen seinen Kameraden umgebracht hat oder was auch immer. Also ich denke, dass es auf jeden Fall extrem heftig ist, was da mit Blackbeard abgeht, was überhaupt diese zwei Persönlichkeiten sein könnten und warum er die Möglichkeit hat, zwei Teufelsfrüchte zu tragen. Das gehört wahrscheinlich auch dazu, weil mehrere Personen in einer Person sind dann einfach mehrere Teufelsfrüchte, weil man pro Person nur eine haben kann. Aber wenn er mehrere Persönlichkeiten in sich trägt, kann jede dieser Persönlichkeiten eine Teufelsfrucht haben. Das ist halt einfach wirklich extrem krass, was da abgeht. Und deshalb denke ich, dass diese Yami Yami no Mi, also die Dunkelheitsfrucht von Blackbeard, perfekt passend dafür ist. Außerdem gibt es ja noch die Theorie, dass er eine dritte Teufelsfrucht zu sich nehmen kann, weil sein Jolly Roger auch drei Köpfe sozusagen hat und er dann sozusagen eine Logia, Paramecia und eine Zoanfrucht haben könnte. Und wenn es so sein sollte, dass er noch eine Zoanfrucht bekommt, dann denke ich, dass er auf jeden Fall irgendeine Art Dämonenfrucht bekommt. Natürlich, ein Dämon existiert nicht wirklich, aber wir haben auch Zoanfrüchte von Wesen, die es wirklich nicht gibt. Auch in der Welt von One Piece gibt es die nicht, und deshalb könnte sowas auf jeden Fall in Zukunft vorkommen. Dazu gibt es noch das Ganze mit dem Cerberus. Der Cerberus ist ja auch sowas Dämonisches. Er ist sogar der Wächter der Hölle, soweit ich weiß. Und es gibt meiner Meinung nach nichts, was mehr für einen Dämon sprechen könnte. Und deshalb diese ganzen Theorien zu Blackbeard, seiner Teufelsfrucht, sind alle sowas von nice. Und deshalb hoffe ich, dass er eine dritte Teufelsfrucht zu sich nehmen kann. Und dass es irgendeine Art von Zoan ist, die sozusagen sein Aussehen komplett ändern. Dann noch die Dunkelheitsfrucht. Also stellt euch mal einen Cerberus vor, der umhüllt ist von Dunkelheit. Und dann noch Erdbeben erzeugen kann oder irgendeinen Dämonen oder was auch immer er dann kriegen möchte. Auf jeden Fall alles ziemlich interessante Theorien meiner Meinung nach, und wie ich schon vorhin erwähnt hatte, checkt unbedingt diese andere Topliste aus mit den 7 legendären Teufelsfrüchten. Da ist auf jeden Fall viel Arbeit reingeflossen und in dieses Video auch. Deshalb würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen, und wenn ihr Bock habt auf einen weiteren Part, ich habe auf jeden Fall noch einige Teufelsfrüchte, die ich in einen kleinen Part noch packen könnte. Sogar jetzt sind mir einige aufgefallen, die irgendwie richtig gut reinpassen würde. Ich bin mir nicht sicher, warum es so viele dämonische Teufelsfrüchte gibt. In One Piece ist das allgemein auch so eine Sache mit dem natürlichen Feind Gottes. Also die D-Träger sind anscheinend der natürliche Feind Gottes, und das spricht alles für irgendwie für einen Teufel, für einen Dämon und sonstige Dinge, die halt immer dieses Engel, Teufel oder
Gott und Dämon oder so immer, diese Gegensätze werden in One Piece immer so oft irgendwie aufgezeigt und ich bin mir immer noch nicht sicher, warum. Das Ganze heißt ja auch Teufelsfrüchte. Das verstehe ich auch nicht bis jetzt, warum Teufelsfrüchte. Irgendeine Art Teufel übernimmt dann die Seele in einem und gibt einem sozusagen die Fähigkeit von diesem Teufel anscheinend. Aber was hat das damit auf sich, Freunde? Ich bin auf jeden Fall gespannt. In den nächsten Jahren werden wir es vielleicht sogar erfahren. One Piece neigt sich langsam dem Ende. Das sind natürlich noch 7, 8 Jahre oder so, aber trotzdem haben wir das meiste schon hinter uns. Auf jeden Fall, Freunde, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung, um zum Video zu 7 legendären Teufelsfrüchte zu kommen. Das ist von mir. Bis zum nächsten Mal.